Ja, also mein Vater ist evangelischer Pfarrer, somit waren wir schon sehr oft hier und ich war eben teilweise eben mit meiner Familie hier, also mit meinen Eltern, aber vor allem auch dann mit Kisi und ja, weil wir halt die letzten Jahre immer wieder hier dabei waren, das Kinderprogramm machen durften oder Musical spielen. Ich finde es sehr spannend, also ich habe vor allem die letzten Jahre das Kinderprogramm mitbekommen, weil wir das halt gemacht haben und natürlich auch so bei den Musicals, aber ich finde es generell sehr gut, dass es sowas wie diese Freizeit hier gibt, wo einfach auch in Bezug auf Ökumene, in Bezug auf die Einheit der Christen so eine Sehnsucht da ist und spürbar ist. Und es ist eigentlich, ja, ich finde es einfach sehr wertvoll, dass es sowas gibt in unserer heutigen Zeit und auch eben für die Kinder, für die Jugendlichen Programm ist und dass ja, das einfach wirklich gerade heute, glaube ich, sehr wichtig ist, die Dinge anzugehen und gemeinsam vor Gott zu treten mit dem. Ja, also durch Kisi ist natürlich sehr schön, dass wir das kombinieren. Den Menschen von Gott zu erzählen, von Jesus zu erzählen und das Ganze auf dem Weg der Musik, also mit Tanz, Gesang, Schauspiel durch diese Musicals. Und es freut mich einfach besonders, weil das beides sehr gut kombiniert bei Kisi oder halt wir das einfach so machen können, mit Musik den Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich freue mich schon sehr auf die Aufführung am Freitag und genau.